Moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Nur ein Versuch, heute wieder mal in Brotato. Das liegt daran, dass ihr das ziemlich gefeiert habt und wir das Spiel auch ziemlich feiern eigentlich. Und wir versuchen uns dann heute mal, ja, mal gucken, wer am weitesten kommt. Einfach just for fun. Ich werde von meiner Seite aus auf jeden Fall mal einen Charakter nehmen, den ich noch nie gespielt habe. Ich weiß nicht, wie er bei euch ist. Ja, ja, wenn ich den ersten nehme, dann habe ich den einmal gespielt. Ja, perfekt. Dann hast du hier bestimmt krasse Vorteile. Mal gucken, wie es läuft. Let's go. Okay, Leute, Brotato. Ich habe das nur einen Versuch gemacht und dann irgendwie noch zwei oder drei Runs. Ja, man kann sechs Waffen, man kann sogar mehr als sechs Waffen. Da, hier ist er ja. 1000 Sasser, 12 Waffen. Ich weiß überhaupt nicht. Also ich habe das Spiel noch nie beendet. Fernkämpfer. 15% Crit Chance, 100 Reichweite, du beginnst mit einer Pistole, alle Fernkampfschaden, Modifikationen werden um 23, du kannst keine Nahkampfwaffen ausrüsten. Pff, nehmen wir mal den Fernkämpfer. Und eine MP. Ratatat. Oder? Warte mal. Projektile haben eine Chance, beim Auftreffen zu explodieren. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, let's go! Also, ich habe ja super viele schon geschafft. Ja. Ich mache immer, ihr habt da mir, also ich mache mal so meinen täglichen Brotado ran. Und dann gewinne ich oder ich gewinne halt nicht. So, und ich will halt erstmal, bevor ich die einsam mache, will ich halt erstmal zumindest hier die, jeden Charakter einmal durchgezockt haben. Ich habe einige schon von denen gespielt, habe das leider noch nicht geschafft, aber den Unternehmer, den habe ich noch keinmal gespielt. Minus 30% Itempreis, das heißt, die sind alles billiger. Die Erntesachen werden erhöht, das heißt, ne, ganz viel Ernte-Shit machen. Erhalte 25% zusätzliche Materialien durch das Verwerten von Items. Okay, das heißt auch viel auf Glück gehen. Und erhalte minus 100% deiner Materialien am Anfang einer Welle. Ah, okay, lol, ich verliere alle meine Items. Uff, okay. Alle Schadensmodifikationen werden um 50% verringert. Das ist auch hart. Das heißt, ich muss da auf Fern- oder Nahkampfschaden gehen. Ich sehe den als Fernkämpfer, ehrlich gesagt. Pff, ist eigentlich scheißegal. Nehmen wir die Shotgun. Welchen Charakter nehmen wir denn? Den Normalo? Einen zufälligen? Also geschafft haben wir schon mit Schreihals. Wir haben schon geschafft mit Generalist. Wir haben den ersten Durchgang, glaube ich, mit Fernkämpfer geschafft. Ach. Ja, mega, das passt doch awesome zu mir. Ich nehme den Greis. Der klingt auf jeden Fall lustig. Gegnertempo ist weniger, ich kriege mehr Ernte. Kartengröße ist kleiner. Es gibt 10% weniger Gegner und ich habe 10% weniger Tempo. Let's go! Was spielen wir denn mit dem? Also ich spiele eigentlich immer super gerne Fernkampfwaffen, aber ich habe... Puh. Ja, komm, wir gehen mal mit der Schrotflinte rein. Let's go! Auf Stufe 0 natürlich. Sehen wir das doch. Hey, Level up. Hm, oder? Ach doch, hatte ich wohl. Okay, Tempo ausweichen, Elementarschaden. Machen Waffen, also Handfeuerwaffen, haben die Elementarschaden? Weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Ausweichen, ich bin Fernkämpfer. Rüstung, Tempo. Ich nehme mal Tempo. Nahkampfschaden ist ja eigentlich okay. Ich kann ja eh keine Nahkampfwaffen ausrüsten. Dann nehmen wir noch die Medizinpistole. Und die Schleuder. So, das heißt, wir farben uns jetzt da alles ab. In der Hoffnung, dass da irgendwas funktioniert. Und dann müssen wir versuchen, irgendwie Shit zu farben. Und Ernte zu kriegen. Auch wichtig. Ich habe gar nichts verdient. Schadensmodifikationen sind unten. Ja, das heißt, wir nehmen jetzt mal einfach Glück. So, wir kaufen uns alles auf, was wir können. Das ist nicht so viel. Das war's. So. Will ich das sperren? Das ist eigentlich nicht so schlecht. Dann würfel ich jetzt neu, weil ich bin ja am Ende arm. Glaube ich. So, wäre ich das. Oh, das ist aber schon echt eine kleine Map. Uiuiuiui. Ist immer schön mit der Shotgun so schießen, dass du mehrere triffst. Ja, für die erste Runde ganz okay. Schaden ist awesome.
Ja, dann nehmen wir natürlich noch eine Shotgun und das noch. Und ich würde sagen, das reicht, ne? Let's go, wir haben schon 3 Waffen. Geil. Wähle beendet. Temporüstung. Fernkampfschaden. Ernte. Ich nehme mal Fernkampfschaden. Schuriken Geisterzepter. 1 Max-LP für jeden 20. Gegner, den du während einer Welle mit dieser Waffe tötest. So, eigentlich in Ordnung. Hier frage ich mich zum Beispiel, ist Angriffstempo wichtiger als Schaden? Gucken wir mal. Ich hoffe, ihr habt den verstanden. Gar nicht geguckt, wie viel Kohle ich hatte. Nach dem Start. Wir brauchen erstmal Waffen, das ist das Wichtigste eigentlich. Irgendwie geht die Zeit weniger schnell rum, oder? Ich kriege gar keine Kohle. Okay, wir nehmen nochmal Glück. Aus I can. Ich nehme halt alles wieder mit. Okay, da nehme ich nichts von mit. Ja, die Dinger will ich halt haben. So Bäume kaputt machen, instant, ist halt sehr angenehm. Vor allem, wenn du Double Shotty hast, ey, das rotzt dir doch alles weg hier. Bam, bam, bam. Ich muss dann nur gucken, ob wir alles getötet kriegen und alles eingesammelt kriegen. Schnell, 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 schnell. Jetzt kommt die noch. Ah, yes. Okay, was haben wir? Lebensabzug haben wir 2%. Ja, nehmen wir das doch. Alles, was blau ist, nehmen wir. Laserwaffe haben wir. Ein Messer. Mehr Ernte, dafür weniger Nahkampfschaden. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir noch weniger normalen Schaden, dafür 10 Glück. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen ein paar coole Items. Gibt da noch irgendwie mehr Bäume? Dass mehr Bäume spawnen, das habe ich ein paar Mal gehabt. Und dann halt Bäume nur mit einem Schuss, beziehungsweise einem Damage. Ist doch ganz cool. Kuchen. Plus 3 Max-LP, minus 1 Schaden. Ja, ich bin schon bei minus 3 Schaden drin. Ah, wir finden schon was mit Damage. Crit-Chance. Technik brauche ich eigentlich nicht. Weil Türme werde ich nicht nehmen. Rüstung. Aber Lebensabzug wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Sollen wir mal für 4 neu rollen? Ja, mega. Schießt alle 3 Sekunden um 6 Alien-Augen nicht herum, die jeweils 57% Schaden vom Leben machen. So viel Leben habe ich noch gar nicht. Angriff war aber eine Chance von 5×3 Brandschaden zu verarmen. Das ist halt auch nix, weißt du? Aber alle Angriffe, warum nicht? Da ist der Taser. Da ist der Baum. Nein! Es spawnen mehr Bäume. Das finde ich eigentlich ganz cool. Kann halt Free Items geben. Eine Shotgun wäre eigentlich noch ganz gut, glaube ich. So für, wenn die wirklich mal nah rankommen. Einmal neu würfeln. Okay, das ist der Fernkampfschaden. Nice. So, Laserwaffe mitnehmen. Das mitnehmen, das mitnehmen. Neu laden. Das mitnehmen. Ah, das ist nicht schlecht. So viel den Gegner 2 Schaden zu führen. Ich will ja viel Glück haben. Bad ist das nicht. Aber ich würfel nochmal neu. Wenn wir das. Mal durch. Ja, guck mal, jetzt kommen wir schon ein paar mehr Bäume. Ja, da ist der erste Item Drop. Wupp, wupp. Awesome. Yes. Und richtig Geld bekommen. Tempo, dafür weniger Reichweite. Das ist okay. Was nehmen wir? Mehr Tempo. Und mehr Crit-Chance. Ja, warum nicht? Medizinpistole mag ich auch. Alien War. Max-LP. LP durch Verbrauchsgegenstände. Nee, das finde ich doof. Das finde ich doof. Wir können aber neu würfeln. Wir haben richtig Kohle. Also, man slowt die Gegner. Das finde ich gar nicht so doof. Nehmen wir das. Slowen wir mal die Gegner. Sind die wirklich langsamer? Nee, die sterben einfach nur schneller. Okay, also, da haben wir Angriffstempo, Rüstung 6 Max-LP ist doch eigentlich ganz in Ordnung.
Mein Freund, der Baum. Die MP können wir gar nicht benutzen. Sollen wir die Pistole dafür wegmachen? Verwerten plus 8. Da habe ich viel zu viel Geld reingegangen. Ach, komm. Boah. Boah, da kriege ich echt wenig Geld, ey. Glück. Erstmal Glück. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Tempo ist nicht schlecht. Stimmt, die Ernte ist auch gestärkt, ne? Oh, die habe ich ganz vergessen. Das sperren wir. Okay, uns fehlt genau einer. Oh, das ist belastend. Das finde ich gut. Das ist gar nicht so leicht. Dann nehme ich erst eher lieber nicht, nehme ich eine Schusswaffe. Mehr Damage. 9. 9 sind jetzt weg. Das ist schon hart, dass das einfach weg ist, ey. Da wird einem echt viel gezockt. Wir brauchen Ernte. Ja, endlich mal ein Item. Let's go! Töte alles, was geht! Yes! 140, das ist ja krass. 6 Max-LP nehmen wir. Dann nehmen wir noch die fette Schrotflinte. Alter, wir haben richtig coole Sachen, die wir haben. 5 Angriffstempo und Reichweite. Wie ist das nicht wert? Aber wenn wir mal für den Schuriken. Dann würde ich auch meine... Also, was ich jetzt weiß, ja, nach dem ersten Video, was wir hatten, ja, da wusste ich das noch nicht. Man kann Waffen upgraden, wenn man die einfach unten hat. Und dann geht man auf Kombinieren, wenn man 2 hat. Der gleichen Stufe. Mega. Kann man nehmen den blöden Cyberball, auch wenn ich jetzt nicht habe, dass es viel macht, aber egal. Ah, kurz vor Level 7. Oh, plus 8% Schaden. Ja, sollte ich mal nehmen. Ritschance Max. Ah, ist auch nicht schlecht. Weil. So. Also, wir haben Taser 2 sogar. Warte mal, da brauchen wir 101 für. Das kommt da hin. Guck mal, zack. Zack. Kaufen wir den. Eben direkt den besseren. Sollen wir nochmal würfeln? Ja, einmal geht noch. Ach, noch mehr Bäume. Chance von 8% 1 LP zu heilen, wenn du ein Material aufsammelst. Minus 1 Fernkampfschaden. Ich kann mir eh nichts leisten. Ab geht die Post. Also noch tun sie mir nicht weh. Nahkampfschaden brauchen wir nicht, kann weg. Reichweite brauchen wir nicht. Dann nehmen wir das Tempo mal mit. Die Ernte nehmen wir mit. Die Pistole nehmen wir mit, weil dann haben wir lila. Und dann nehme ich das mit und dann würfel ich neu. Noch eine blaue. Okay. Nehmen wir noch eine blaue Pistole. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Dann würfeln wir noch einmal neu. Weil Elefantenbaby brauchen wir nicht. Ja, einsammeln! Ah, 150 ist auch gut. Weiter Crit. Eine lila Fähigkeit. Komm, wir rollen einmal. Dafür kriegen wir 10% Angriffstempo. Medizinpistole nehme ich. Schraubenschlüssel. 5x5 Brandschaden. Ha. Bin jetzt noch nicht so der Freund von. Komm, wir rollen einmal. Diebesdolch. Beim Töten eines Gegners mit deinem kritischen Treffer erhältst du mit einer Chance von 36% ein Material. Oh, wir haben doch Crit-Chance 12%. Warum nicht? Komm, dann nehmen wir dich weg. Die komische Pistole. Ach komm, nehmen wir. Mehr Glück. Mehr Itempreis. Also weniger Itempreis. Weniger Itempreis. Nehmen wir auch. Also brauche ich Schusswaffen? Also sind die anderen Waffen, die ich habe, irgendwie unnütz? Oder beziehungsweise sollte ich die wechseln? Das weiß ich halt nicht. Okay, Lebensabzug, Crit-Chance-Technik. Ja, Lebensabzug ist doch ganz gut. Brauche ich noch Ernte? Max-LP. Können wir nochmal neu würfeln? 100. Oh, das kann ich mir nicht alles leisten. Aber Taser. Die MP werden wir safen. Das Geisterzepter werden wir austauschen.
Ja. Ah, da oben war noch ein Baum. Nee. Nee, boah, das brauche ich beides nicht. Okay, Angriffstempo. Ernte. Boah, das ist beschissen. Das ist beschissen. Eigentlich. Also, das Blau nehme ich natürlich mit. Hab wenig Explosionszeug bislang. Eher Durchschlag. Ja, das ist immer gut mitzunehmen, finde ich. Aber eh kein Crit-Schaden. Nice. Nice. Und nice. Ah, will ich das behalten? Nee, ich gehe erstmal. Ich gehe mal Risiko. Das kann auch jetzt ein Fehler sein, dass ich so weit wegschmeiße. Ich finde das immer relativ stark, das Alien-Tierchen. Nein, ich mache nicht viel Schaden. Müssen alle früher sterben schon. Gerade die kleinen Einzelstandard-Dulis. Ich meine, wir haben jetzt mehr Bäume, das ist schon mal gut. Also ich habe es ja schon jetzt ein paar Stunden gespielt. Und ich muss sagen, die Mucke geht mir immer noch nicht auf den Sack. Das ist immer ein gutes Zeichen. 200 haben wir fast gekriegt. Geil. Dann würde ich sagen, nehmen wir Max-LP. Lebensabzug, Regeneration und Ernte. Nee. Rückstoß ist geil. Rückstoß ist mega. Chance von 80% ein LP zu heilen, wenn du ein Material aufsammelst. Dafür einen Fernkampfschaden weniger. Weniger Fernkampfschaden. Puh. Ah, let's go. Befüllen wir nochmal neu und gönnen uns noch eine Medizinpistole. Geil. Schaden, dafür weniger Angriffstempo. Geil. Habe ich Doppelheilung, Doppelschoddy. Awesome. Jetzt sterbe ich ja gar nicht. Ey, ihr könnt mich ja mal sonst wo. Ich heal mich einfach instant voll. Vor allem das zwei blaue Heilungspistolen. Das ist schon nice. Und dann lübt der Hase erstmal. Problem ist, wir sind halt in Level Welle 7. Welle 7 ist halt, wenn ich das richtig habe, noch kein Benchmark, ob man genug Damage macht. Holzkohle. Elementarschaden, Nahkampfschaden brauche ich. Das sieht kacke aus. Das sieht besser aus. Aber, ne? Ausweichen habe ich noch nicht, aber 9% Chancen im Angriff auszuweichen. Ja, mega, Alter. Das ist doch nix. Fernkampfschaden. Deine Fernkampfangriffe verursachen 2 zusätzlichen Schaden. Nehme ich dann 2 Fernkampfschaden oder plus 8 Schaden? Eigentlich Fernkampfschaden, weil das wird ja erhöht. Rakete. Explosionsschaden. Das könnte ganz geil sein, wenn man einen Raketenwerfer kriegt. So, und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir eine Rüstung wieder kriegen. Das habe ich noch nicht verstanden. Beginne die nächste Welle mit einem LP. Nur die nächste oder alle? Minus 4%. Kann man Minus ausweichen haben? Ich glaube nicht, oder? Minus 5 Reichweite. Wie viel Reichweite haben wir denn? 130. Ja, gib her. Ja, was brauche ich den schwarzen Gürtel? Brauche ich nicht. Dann nehmen wir ein Angriffstempo mit. Ich will das ja nicht jetzt hier endlich mal... Schaden, es wird halt nicht geboostet. Das ist gut. Explosionsschaden brauchen wir nicht. Auch eine MP. Schaden könnten wir auch jetzt nochmal hochballern. Oh, oder würfel ich neu? Das ist halt jetzt echt ein Abwägen. Pass auf. Geil. Mein MP. Dann nehme ich die Crit. Wenn wir keine Schadensmodifikation haben, ist vielleicht Crit gar nicht so bad. Komm, gönn mir ihn. Ja, der hat richtig viel Erfahrung dabei. Manchmal auf manchen Leveln laufen so Special Dudes halt rum, die was auf dem Rücken haben oder anders aussehen. Die haben so ein Papier im Mund. Lohnt sich immer, die zu töten. Die haben zwar ein bisschen mehr Leben,
aber lohnt sich definitiv. Jawohl. Wie viel Crit willst du haben? Ja. Alter, ich habe jetzt 30% Crit-Chance. So viel Crit hatte ich noch nie. Aber wir kombinieren mal unsere Shoddy. Dann gönnen wir uns noch eine Shoddy. Dann kombinieren wir unseren Dingens. Und dann holen wir uns noch einen Schuriken. Dann holen wir uns noch 20 Glück dazu. Awesome. Ach komm, und dann holen wir uns noch den Injektor. Jetzt haben wir alles gekauft. Jetzt können wir einmal neu würfeln, umsonst. Lila Schredder. Oh, krass. Wir gönnen uns aber noch mal eine Schrotflinte. Warte mal, das mit der Rüstung würde ich aber gerne mal gegenchecken, ob wir wirklich mehr Schaden kriegen. 6% zusätzlichen Schaden dadurch. Okay, doof. Schaden ist halt Nahkampfschaden und der ist halt nicht so hoch bei mir. Deshalb würde ich mein... Kann ich die beide noch verkaufen? Kriege ich das hin? Nee. Dann würde ich mal den Schredder sperren. War das gar nicht schlecht. Double Damage. Finde ich jetzt nicht schlecht. Und der explodiert halt auch noch. Vier Items. 3, 2... Okay. Fernkampfschaden, Elementarschaden, minus 3 Tempo. Ah, Holzfällerhemd. Okay, Technik, pass auf. Technik braucht man nicht. Angriffstempo. Crit Chance habe ich halt 25. Also gehen wir da mal ein bisschen mehr drauf. Jo. Scheiße. Okay. Wenn ich jetzt minus LP-Regeneration habe, verliere ich dann Leben durchgehend? Gucken, ob wir noch irgendwas safen können. Aber die Pistole, die können wir mal. So. Wie viel Schaden bringt uns das jetzt? Die Hälfte. Fernkampfschaden, finally. Und da ist jetzt Ernte. Es tut jetzt beides weh, ne? Eins davon liegen zu lassen. Rüstungs... Das sind alles meine Lieblingsdinge. Ich würde alle vier am liebsten nehmen, ne? Nimm das mal mit. Explosionsgröße brauchen wir nicht. Gegnertempo höher. Das will ich, glaube ich, nicht. Nicht bei dem Schaden, den ich mache. Auch wenn mir das mehr Leben bringen würde. Shotgun nehmen wir mit. Nice. Ernte. Glück. Auch gut. Tempo auch gut. Nochmal Glück. Alles gut. Ja. War eine gute Runde. War ein guter Durchgang. So, viel Glück gehabt. Viel Shit bekommen. Einfach nicht schlecht. Die Charging-Dinger sind ja... Heavy! Baum, heil mich! Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Da hatte ich die ganze Zeit zwei Leben nur. Oi, 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 oi. Okay. Wir gehen auf die Rüstung. Eieiei, das hat Aua gemacht. Aua, Aua, Aua. EP gewinnen. Nahkampfschaden. Dafür weniger Glück. Like it. Nehme ich. Mehr Erfahrung. Nehme ich. Wir haben auch weniger Gegner und so, ne? Damit wir besser mithalten können. Alter, das war wow. Okay, die haben jetzt richtig Damage gemacht. Da war ich ein bisschen cocky vielleicht. Ich fände halt eine Anzeige irgendwie ganz cool nach den Wellen oder wenn man im Shop ist, dass man sieht, wie viel Schaden, also vielleicht gibt es das ja auch, wie viel Schaden hat welche Waffe gemacht. Damit man so ein bisschen mehr das Gefühl dafür kriegt, welche Waffe gerade unnütz ist, beziehungsweise effektiv. Das wäre mir ganz geil. Ah, nicht mehr ganz reingekommen. Oh, wunderschöne Schmetterling. Minus ein Elementarschein. Mal eh kein Elementarschein, oder? Also nehmen wir Lebensabzug. Dann nehmen wir nochmal Lebensabzug. Oder nehmen wir 3 Fernkampfschaden. Ich würde gern alles nehmen. Können wir noch einen nehmen, oder? Ich mach keinen Elementarschaden. Medizinpistole, ja, die nehmen wir doch. Glück. Ah, ich brauche Glück. Nein, wenn du viel Glück hast, hast du auch viel von den Lebensdingern. Und die sind mir halt wichtig. Und davon haben wir echt auch viel schon am Plus. Da war eine gute Runde. Nice, das nehmen wir mit. Ist gut. Ah, die Reichweite. Ich weiß nicht, ich brauche keine Reichweite. Glück nehmen wir mit.
Ja, da würfeln wir, nochmal. Oh, ja, dann nehmen wir die Rüstung mit. Neuwürfeln ist not bad. Das ist natürlich super. Ja, das brauchen wir nicht. Okay, das nehmen wir nochmal mit. Boah, nehme ich mir weniger Gegner? Gucken wir mal, ob wir hier noch was. Nehmen wir das nochmal mit. Na, scheiß drauf. Für Elementarschaden brauche ich halt nicht. Es gibt ja auch den Förster. Ich habe jetzt überlegt, ob ich den Förster spielen soll. Dann spawnen mehr Bäume und mehr alles. Der ist auch cool. Dem habe ich aber das High-Level noch nicht geschafft. 400 haben wir gekriegt. Wow. Okay, wir könnten noch weiter Crit leveln. Oder einfach zwei Rüstungen. Können wir nehmen zwei Rüstungen, nehmen wir noch Tempo hoch. Laserwaffe. Eieiei. Reichweite, Angriffstempo, dafür weniger Lebensabzug. Okay, das ist nice. Projektile können einmal öfter Ziele durchdringen. Okay, welche Projektile können durchdringen? Ich glaube, Durchschlag 3. Durchschlag 2. Der hat keinen Durchschlag, der auch nicht. Und der auch nicht. Also Durchschlag, Bandana ist nice, dann müsst ihr aber komplett auf Durchschlag gehen. 6% Crit-Chance, dafür 3% weniger Schaden. Ha. Aber ich wollte sowieso meinen Shuriken, glaube ich, wegmachen. Weil der hat auch wieder einen geilen, die Laserwaffe einen geilen Crit-Wert. Und wenn die Double Damage macht, macht die 120 Damage. Das ist ja mega. Komm, let's go. Oh, spawn einen kleinen Bot, der Geld da in der Nähe versammelt. Ich nehme noch Kaffee. Kaffee habe ich auf jeden Fall nötig. Alter, wie sehe ich denn jetzt aus? Jetzt habe ich auch so eine geile Brille. Awesome. Die Biene! Maya. Minus Fernkampfschaden, plus Ausweichen, plus Ernte. Nee, lass mal Maya. Lebensabzug plus Gegner. Nahkampfschaden brauchen wir nicht. Rüstung ist ein bisschen wenig. Da können wir mal würfeln. Brauchen wir nicht. Ja, schönen guten Tag. Da kommt der Schredder weg. Rakete EDs. Ich hatte doch mal. Ja, genau. Explosionsschaden. Dann nehmen wir noch das Pistölchen. Nahkampfschaden. Ein bisschen mehr Angriffstempo. Oh, ne. Welle 11. Oh, jetzt kommen die Harten. Wenn die so einzeln sind, sind die eigentlich kein Problem. Aber da kommen gleich ganz schön viele von. Ja, ja. Da ist der Schaden, der fehlt. Jetzt merkst du es. Jetzt merkst du es. Brauchen Schaden. Es lohnt sich halt nicht. Ja, scheiß auf den Minusschaden. Das sind zwei Minusschaden. Sieh schon die Kommentare. Jay, wir brauchen Schaden. Jay auch. Nimm dem nächsten Ding. Was mit Minusschaden? Okay, mehr Bäume, nice. Mehr Glück, nice. Mehr Leben, nice. Der Schaden ist gut. Und das sperren wir natürlich, weil mehr Glück ist gut. Hier ist jetzt wieder 15 Schaden. Eine Chance von 15% einem zufälligen Gegner 15 Schaden zu verhindern, wenn ein Gegner stirbt. Für 49 vor allem. Wer mir das mal. Shotgun brauchen wir nicht. 8% einnehmen, wenn du Adrenalin. Nee, Fernkampfschaden minus. Nee, das kann ich nicht machen. Shotgun brauchen wir nicht. Aber trotzdem muss man noch ein bisschen aufpassen mit dem Leben. Ah, oh, 374. Das ist auch ganz gut. Elementarschaden. Nee, brauchen wir nicht. 10 Ernte mehr. Awesome. Alien-Augen. Ja, bitte. Dann brauchen wir noch mehr Glück, dafür weniger Elementarschaden. Elementar haben wir sowieso nicht. Nehmen wir auch. Das nehmen wir nicht, dafür würfeln wir neu. Durchschlagschaden kann Basisschaden nicht übersteigen. Minus 4% Schaden. Nee, das ist alles irgendwie nicht so nice. 4% Tempo, dafür weniger Reichweite. Ja, das könnte man nehmen. Und das Heilungsgeschütz. Warum nicht? Warum nicht? Let's go. Wir sollten vielleicht auch mal die Shotgun upgraden. Ach du Scheiße, die halten ja jetzt richtig viel aus. Jetzt kommen die richtig doofen Dinger.
Ein bisschen Angriffstempo wäre irgendwie doch nicht so verkehrt, habe ich das Gefühl. Okay, Max LP, plus Schaden, plus Rüstung, plus Tempo, minus ein bisschen Crit-Chance. Ernte aus Rüstung. Nehmen wir mal ein bisschen Rüstung. Flammenwerfer, ja, Elementarschaden, dem habe ich abgesagt. Rückstoß ist nicht so schlecht. Ach, die mit eurem Kürbis. Jawohl, Mann, Glaskanone. Okay, so langsam kommen wir in den Bereich, wo man ein bisschen Aua kriegt. Das ist noch einer! Renn! Oh, nice! 3 Items. Richtig gute Runde. Mann! Ja, nehme ich. Nehme ich. Ist Fernkampfschaden. 10% Ernte. Nehme ich. Will ich nicht. Kann ich doch mehr Angriffstempo benutzen? Weil kann ich schon. Kann ich schon. So, hier, wir nehmen die beiden Dinger, würfeln neu. Aha. Das Sparschwein bringt uns gar nichts, weil wir sind krasser Unternehmer. So, wir nehmen die nice Shotgun. Kombinieren die Lebenspistole und holen uns noch... Ach, die dazu. Die Schere brauchen wir nicht. Wir würfeln neu. Laser. Nehmen wir das nochmal mit. Ah, Laser, Schmeiser, sag ich immer. Nice. Noch mehr Glück. Gut. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Oh! Das nehmen wir mit. Dann lohnt sich Tempo wenigstens noch ein bisschen mehr. Das finde ich mal nice. Okay, wir scheinen wohl so ein Glücklevel jetzt erreicht zu haben, was ordentlich reinpayt. 10% Schaden weniger. Nee, das nehmen wir nicht. Nee, nehmen wir nicht. 30% EP, ja. Und ein Lasergeschütz, was Schaden macht, ja. Nehmen wir auch. Mehr Leben nehmen wir auch. Und, Alter, mehr Schaden oder mehr Angriffstempo? Nehmen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, Rüstung haben wir jetzt schon 4, das ist gut. Spawn einen kleinen Bot, der Gegner in der Nähe verlangsamt. Wäre natürlich auch geil. Oh, Reichweite und Nahkampfschaden. Ja, gut, wir haben... Also Fernkampfschaden lohnt sich jetzt schon, weil wir haben nur das eine doofe Messer, ne? 3 Max-LP, dafür einen Schaden weniger, nehmen wir auch. Mehr Ernte, dafür ein bisschen weniger Gegner. Ne, das lohnt sich nicht. Aber den Wanderbot nehmen wir gerne doppelt. Und dann nehmen wir natürlich noch mehr... Noch mehr EP. Und noch mehr Crit? Nee. Oh, was? Ich wollte es doch gar nicht nehmen. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Jetzt haben wir aber eine Narbe auch bekommen. Okay, das war jetzt nicht so das, was ich haben wollte. Aber egal. Minus 5% Schaden. Ich brauche keine Technik. Okay, Lebensabzug oder Max-LP oder Fernkampfschaden. Boah, pff. 3 Fernkampfschaden sind halt schon geil, ne? Ich wollte ja eh die Glaskanone. Ich nehme mal die Schrotflinte statt dem Zepter. Ich glaube, ich behalte das. Tyler spawnt einen kleinen Kerl, der langsam dich herumschießt, jeweils 10 Schaden, also Technikschaden machen. Nee. Itempreis jetzt weniger 6% in Welle 13. Wollen wir was safen? Da weiß ich auch nicht. 3% Schaden am... Was ist denn am Ende einer Welle? Also jedes Mal? Sperren wir mal. Das heißt, wenn die Welle vorüber ist, kriege ich nochmal 3% obendrauf für die nächste Welle. Es könnte dann Welle 14, 15, 16... Ja, könnte nicht schlecht sein. Ah, der Schaden ist da. Wir haben halt viele rote Waffen, ne? Also so ist es nicht. Es ist nicht komplett beschissen alles. Mehr Tempo. Klar, Tempo nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Fernkampfschaden nehmen wir auch mit. Ah, mach Minus-Tempo. Scheiße, hab ich. Okay, geil. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Alles, was Tempo hat, ballern wir jetzt hoch. Okay, das nehmen wir natürlich mit, das nehmen wir mit. Neu würfeln. Die LP-Generator. Ernte nehmen wir nochmal mit und das nehmen wir mit, würde ich sagen. LP-Regeneration auf jeden Fall. Ja, lohnt sich der EP-Gewinn noch? Ja, scheiß drauf. Klar lohnt der sich.
Mehr Fernkampfschaden lohnt sich. Mehr Angriffstempo lohnt sich auf jeden Fall. Oh, scheiße, es fehlen uns natürlich. Ja. Nice. Pistole, die bringt uns nix. Jetzt kommen die Viecher. Ja, mal kommen gleich die Viecher buffen. Das wird unangenehm. Nice. Durchschlagsschaden kann den Basisschaden nicht übersteigen. Ja, komm, let's go. Ernte dafür Nahkampfschaden. Nee, wir nehmen Ernte. Wir nehmen 40 Ernte und pro Sekunde nehme ich einen Schaden. Gewährt keine Unverwundbarkeit. Ein Schaden pro Minute, pro Sekunde. Oder ist hart. Ey, Blutspenden, Leute. Blutspenden ist wichtig. Nehmen wir. Dafür nehmen wir auch mehr Leben. Mehr Angriffstempo, dafür weniger Schaden, dafür mehr Schaden und weniger Reichweite. Nice. Das klang alles nach einem guten Trade. Max LP, oh, 8 Leben und 3 Regeneration. Gut, die Regeneration bringt mir jetzt gerade nicht so viel, weil ich regeneriere gerade nicht. Kriege ich dadurch was abgezogen? Nee, ich regeneriere einfach nur 0 EP. Okay. Aber komm, den Itempreis nehmen wir noch. Nice, weiter geht's. Welle 13, ich krieg die ganze Zeit Schaden. Welle 13, ich krieg die ganze Zeit Schaden. 8 Glück. Ah, scheiß auf Glück. Du regenerierst alle 2,65 Sekunden ein LP. Leute, hier, Welle 13, da hätte ich schon gerne. Ich will nicht Glück. Angriffstempo. Oh, die Flügel könnte ich auch brauchen. Kann mir nichts mehr leisten, was krass kommt. Von daher. Sieht aus wie Clown. So, die Welle müssen wir jetzt mal bitte schaffen. Ich würde gerne noch mehr Bäume haben, aber ist ja erstmal gut. Aber wir haben eine Menge Money, Money. Natürlich nehmen wir das mit, weil wir haben jetzt 4 Tempo. Aber auch noch 2 Schaden mehr. Warum nicht? Das nehmen wir auch mit. Free. So. Ich nehme da Tempo mit, damit wir schneller sind und auch ausweichen können. Das und das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die MP brauchen wir nicht, weil die ist schwach. Minus Gegner könnte jetzt nicht schlecht sein. Nimm das mal mit. Ich habe nichts zum Kombinieren, ne? Dann brauche ich das nicht. 3 Schaden an jeder Welle am Ende. Will ich das haben? 157, das lohnt sich nicht. Dann nehme ich lieber das mit und dann nehme ich lieber die Kerze nochmal mit. Da kriege ich ja fast damit mehr. Für den Preis. Dann nehme ich das nochmal mit. Das kann sich noch lohnen. 65. Dann würfeln wir nochmal neu. Ah. Handschellen habe ich noch nie, ehrlich gesagt, geholt, weil ich finde das immer noch wertvoll, ein bisschen LP zu haben. Noch am Ende. Weil dann locke ich meine LP halt ein. So, boah. 6 Runden vor Schluss finde ich das hart. Aber wir sind schon schnell. Ah, jetzt kommt die 4. Das könnte auch unser Tod bringen. Weil ich halt das Ausweichen halt schwer sind. Immer wenn du die fetten Viecher kaputt machst, kommen 3 von den kleinen da raus. Und das ist assi. Aber, wie ihr merkt, es kommen deutlich, deutlich weniger Gegner. Was aber gut ist, weil wir haben eine gute Ernte. Das heißt, Geld wird uns nicht unbedingt so krass weggezockt. Und wir können mit dem verminderten Schaden, den wir haben, dann trotzdem die Runde überleben. Wir müssen ja nur das schaffen. Wir müssen ja gar nicht viele Kills holen, sondern wir müssen einfach ja nur schaffen. Plus 100 Ernte habe ich gekriegt. Geil, 107 Ernte habe ich. Lol. Erhöht sich mit jeder Aktivierung um 5%. Krass. Den verwerten wir. Wir nehmen mal Fernkampfschaden. Und dann 1 Schaden pro Tempo. Okay. Könnte man Tempo mal leveln? Auch gut. Also Schaden pro Tempo. Okay, nehmen wir. Dann müssen wir ein bisschen auf Tempo gehen. Mehr Ernte, dafür weniger Rüstung. Das lohnt sich gerade nicht. Das lohnt sich auch nicht. Fuck, ey. Wieso kommt hier nur so ein... Wow! Nochmal Blutspende? Oh je. Oh je. Oh je. Ich glaube, da habe ich Bock drauf, oder? Komm, I take it. Und dann nehmen wir noch die Lederweste für ein bisschen mehr Rüstung. Scheiße, ich kriege einfach...
Ich krieg einfach legit 2 Schaden pro Sekunde. Kacke. Und ich habe halt weder Lifesteal noch automatische Heilung. Ich habe nur meinen Heiltower und ich habe meine Heilpistole. That's it. Ich muss mich mit dem Ganzen irgendwie über Wasser halten. Und natürlich den Bäumen. Es geht dann mit den Kügelchen los. Aua, aua, nein, die machen so viel Schaden. Guck mal, schon auf 55 Leben. Elementarschaden, Technik. Wir nehmen mal Flügelchen. Deine Max-HP sind auf den aktuellen Wert begrenzt. Aber Nahkampf und Elementarschaden bringt mir beides nichts. Also ich hätte plus 8 Fernkampfschaden. Gucken wir mal. Ich langsam mal noch ein paar Waffen, Leute. Ah, Crit Chance, not bad jetzt. Komm. Mehr Bäume, klar. Oh, Alter, so viel. Oh, komm, ich scheiß drauf, oder? Ich geh drauf. Einmal alles noch. Oh. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das macht am Ende mehr Plusschaden, aber das kostet mir jetzt zu viel. EMP können wir nehmen, ne? Nice. Gut. Shotgun bringt uns nichts. Okay. Ja, nehmen den Traktor mit. Minus 10% Schaden ist okay. Ich hoffe, wir heilen uns da gut gegen. Weil wir kriegen jetzt echt viel Ernte durch die Plus-Modifikation. Der Traktor ist natürlich auch richtig lecker. Jetzt. Okay, das ist richtig, richtig dumm. Fernkampfschaden, Angriffstempo. 10% Schaden. Ja, nehmen wir Crit. Dafür weniger ausweichen. Oh, yes. Mehr Crit. Technik. Angriffstempo. Yes. Lebensabzug. Nahkampfschaden. Wir nehmen mal das Leben. Tempo, Reichweite. Dafür weniger Elementarschaden. Geil. Ein LP zu heilen, wenn du Material aufsammelst. Yes. Please. Mehr sowas. Ausweichen. Weniger Rüstung. Nee, nehmen wir nicht. Schieß alle 3 Sekunden so ein Ding ab. Ja, finde ich gut. Ernte, haben wir 150 Ernte. Oh, ich muss richtig hart töten. Wie weit geht denn der Heilungstower? Bis hier geht der Heilungstower, okay. Also Reichweite ist auch begrenzt vom Heilungstower. Ja. Nahkampfschaden, nee, danke. Tempo, nochmal Max-LP. Okay, ich habe jetzt 57 Leben. Sollte ich das locken und den Fernkampfschaden mitnehmen? Aus Tempo, Crit Chance, Reichweite, LP-Regel. Ja, bitteschön. Boah, Alter, ich laufe da einmal richtig durch und krieg direkt richtig viel Damage. Nee, das wollen wir nicht. Nee, Junge, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Hm. Oder würfel ich nochmal? Für so Lilanes. Das Ding nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir auch noch mit. Nochmal eine MP. Er bringt uns nichts. Macht keinen Unterschied. Durchschlagsschaden gut. Haben wir Durchschlagschaden? Wir haben 3 Durchschlagsdinger. Auch Durchschlag? Ne, du hast keinen Durchschlag. Dann nehmen wir das mit. Das mit. Neu laden. Zerfetzen bringt uns leider hier nichts. 30% EP-Gewinn. Lohnt er sich noch? Ich habe das Gefühl nicht mehr. Pff, warum nicht, ne? Mehr Leben. Mehr Glück, auch gut. Schaden. Ey, komm, whatever. Das macht uns 6 weniger Schaden. Für das, was das gibt. Der Minusschaden ist natürlich da dann immer ein Vorteil. Das sind die Kartoffel, der Kartoffelwerfer. Ein neues Item bekommen. Mehr Bäume, das Ding auch.
Oh, Lebensregeneration könnte man mitnehmen. Ja, Gegnertempo ist jetzt auch nicht mehr so schlimm, weil nicht so viele kommen. Und wir schnell sind. Aber wir haben nicht mehr so viel Geld. Wir haben 432 Ernte. WTF. Dann nehme ich lieber nochmal ein bisschen Regenerationszeug mit. So, sperre ich den jetzt oder nicht? Jetzt sind nochmal... Ja, komm, ich sperre den Scheiß drauf. Wir haben so viel Leben. Oh, jetzt kommen die Booster. Jetzt entscheidet sich, wie der Run wird. Also ob es ein Sieg wird oder nicht, habe ich das Gefühl. Wenn ich die Runden gut überstehe, dann weiß ich, dass ich auch den Rest überstehen kann. Das ist jetzt auch noch nicht die Hardcore-Runde. Das ist zwar schon Level 15, aber... 500! Ah, und 163 Ernte. Heftig. Geil. Okay. Drei Fernkampfschaden. Boah, richtig rein Pain, meinst du? Oder nehmen wir mehr Rüstung? Rüstung haben wir jetzt schon 6. Das ist schon gut. Technik, Angriffstempo. Schaden, dafür weniger Rüstung. Oh, und einen roten Speer. Ja, den können wir leider nicht nehmen, weil Nahkampf ist echt doof bei mir. Ich überlege auch, den Diebesdolch irgendwann bald auszutauschen. Weil... Weiß ich nicht. Max LP dafür mehr... Oh, Alien Baby. Du bist mein Retter. Irgendwie. Aber besser als nichts. Das ist auf jeden Fall eins von den guten Items. Nicht in den ganzen Spawn rein. Ich glaube, das ist echt belastend, wenn du in einem Spawn stehst und dann kommt so ein Dicker da raus. Ich weiß es. LP-Regeneration. Ja, warum nicht? Dann hätten wir... Wie läuft denn das? Okay. Oh, Waffen. Alter. Ja, ist jetzt die Medizinpistole geiler? Oder der Taser? Elementarschaden, das habe ich gar nicht. Weg mit dem Taser. So, brrrt. Die haben mehr Schaden und sind, glaube ich, schneller oder sowas. Und mehr Leben. Die fühlen sich auf jeden Fall auch so an, als ob sie mehr Leben hätten. Ist echt nervig. Aber war... Wir sind sehr gut durchgekommen, habe ich das Gefühl. 786 läuft. Nehme ich das für lau jetzt mit. Er macht einfach... Ja, okay, nehmen wir mal mit. Best drauf. So, Nahkampfschar. Rüstung nehmen wir mit. Ist gut. Laserwaffe bringt uns gar nichts. Das Alien Baby nehmen wir mit. Den Durchschlagschaden nehmen wir mit. Boah! Nee, das meine ich. Ich habe ja, krieg ja Minusernte. Ja, komm, wir haben genug Regeneration, glaube ich. Ja, hier, zack. Nehmen wir sowas mit. Da haben wir genug Regeneration. Da heilen wir uns gegen. Glück. Bild. Nehmen wir nochmal. Ah, ne, minus 3% Tempo wollen wir nicht. Aber wir kriegen minus 2 Schaden pro Runde, aber wir heilen uns dagegen. Also es funktioniert. Wow. Okay, das ist nice. Das ist ja insane geil. 600 haben wir bekommen. Und dann noch die Ernte. Ja, und natürlich ein geschütztes nehmen wir ja auf jeden Fall. Crit, dafür weniger Reichweite. Ja, nehmen wir auch, komm. Mehr Glück. Wir haben schon 32 Glück. Komm, let's go. Noch mehr Angriffstempo. Boah, wir gehen richtig ham. I like it. Noch mehr Alien Baby. Die Glaskanone ist natürlich heftig. 25% Schaden dafür. Deutlich weniger Rüstung wieder. Dann sind wir bei 0 Rüstung. Let's go. Jetzt werden wir wahrscheinlich sterben. Da bin ich fast schon wieder in diese rote Kugel reingerannt. Okay, da ich gerade nichts Besseres sehe, können wir noch irgendwas safen. Das Ding lohnt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, weil jetzt die vorletzte Welle kommt.
Es wird langsam schwierig mit dem Schaden. Es kommt trotzdem... ich glaube, ohne die Minusgegner wäre ich so tot. Nee. Dann nehmen wir den Crit-Schaden noch mit. Ja, ich bewege mich ja schon viel, ne? Die Minigun. Ach, Durchschlagschaden. Kann jetzt halt schon wertvoll sein, sowas, ne? Mach ich dann Pistole einfach raus? Ja. Halt die Minigun kann. Powerfaust. Tanks 29%. Nee. Die nehmen wir beide mit. Und mehr Bäume? Warum nicht? LP-Regeneration können wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Das ist, kann sinnvoll sein, weil ich versuche, keinen Schaden zu kriegen, weil da will ich ja avoiden. Ach, scheiße, das Baby mit Bart hätte ich, glaube ich, vielleicht mal überlegen sollen. Scheiße. Ja, will ich das Glück noch mit? Ja, komm, das ist eigentlich für lau. Hoffen wir einfach gleich einfach alles einmal sperren. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch... Oh Gott, sind die schnell. Die Minigun schießt so gut sie kann. Heilung. Awesome. Komm, gönn mir noch mal ein paar Items. Wenn wir gleich noch mal 600 Gold haben, wäre natürlich auch insane. Mal schön Leben im Auge behalten. Aber wir haben so eine hohe Angriffsgeschwindigkeit. Das ist ja mega. Sammelreichweite, ja. Chance von 5% den Wert der aufgesammelten Materialien zu verdoppeln. Glück und Technik mehr, dafür weniger Schaden. Hm. Hm. Ah doch, wir haben schon 3 Türme. Es macht schon, also Technik ist jetzt gar nicht so bad. Wir würfeln mal neu. Ausweichen Tempo. Komm, wir gehen noch mal ein bisschen mit Tempo, weil Tempo... Oh! Plus 12 Ernte. Aber wir brauchen Rüstung. Wir brauchen Rüstung. Auch wenn 12 Ernte mega ist, wir brauchen Rüstung. Und, also wir nehmen jetzt einmal das. Dann können wir uns die Flügel nochmal nehmen. Alter, nochmal. Geil. Exoskelett. Ja, moin. Alter, das ist ja insane. Das nehmen wir. Dann müssen wir ein bisschen sparen. Ich habe halt überhaupt keinen Erfahrungswert in diesem Game. Ist das gut, wie schnell die hier geklärt werden? Oder müsste das noch schneller gehen, weil der Boss gleich einfach zu krass ist sonst? Muss nochmal da rein sammeln. Hat nicht gereicht. Okay. Okay, was haben wir denn nochmal? Lebensabzug, Elementarschaden, Reichweite. Lebensabzug. So, jetzt hätte ich gerne noch so ein Banger-Item. Ja, Spiel sagt nein. Wird ein Gegner getroffen, sinkt sein Tempo um 10%. Das ist doch gar nicht so schlecht. Oh, jetzt ist erst die vorletzte Welle. Ups. Upsi. Da habe ich den Kardinalsfehler aus F1 gemacht. Ja, irgendwann ist das halt schwierig, dem ganzen Scheiß auszuweichen. Vor allem... Gleichzeitig auf die roten Kugeln achten, plus auf die anderen, ey, das ist hart. Ja, hier wollen wir... Ja, Ernte brauche ich nicht. Junge, gib mir doch mal was Gutes. Okay. Nehme ich Tempo oder Rüstung? Ich nehme die Rüstung. Jetzt haben wir die Max-LP. Ach, ich habe das minus 2% Schaden noch gar nicht. Ja, einfach alles einmal kaufen, Abfahrt. Da wir so viel neu würfeln müssen, kann das schon was bringen. Auch wenn, obwohl es eine Welle 19, das lohnt sich dann immer. Jetzt Schaden nehmen wir nochmal mit. Wolfshelm. Oder nicht gehabt. Hm. Das hatte ich vorhin nein gesagt zu, ne? Dann haben wir eine MP. Schredder. Er kennt. Ein bisschen Explosionsschaden kann uns halt auch was bringen, ne? Wenn das einer ist. Probieren das mal. Okay. Er
Ernte brauchen wir nicht, die können wir sperren. Ab jetzt. Weil es ist ja eh jetzt die vorletzte Runde. Also ab jetzt kann ich auch, brauche ich keine Ernte mehr. Aber wir haben so viel Crit, wir haben so viel Geschwindigkeit, wir haben so viel alles. Wir sind halt einfach Rambo. Wir dürfen nur nicht den einen Headshot bekommen. 600 haben wir gesammelt. Nahkampfschaden, Max LP, dafür kein Angriffstempo. Nee. Oh, ausweichen könnten wir krass machen. Schaden und Reichweite. Reichweite ist, glaube ich, schon ganz gut. Schaden, komm, wir nehmen Schaden. Ausweichen, ja. Alter, Exoskelett. Tempo, Technik, Crit, Rüstung. Erreiche minus 5 LP-Regeneration. Warte mal. Kriege ich dann doch, also ist es doch negativ? Oh shit, vielleicht kriege ich deshalb so viel Schaden. 8 HP LP-Regeneration. Oh, der Schredder. Oh, den Schredder auf die nächste Stufe. Jetzt haben wir endlich ein rotes Item. Meine Güte, das war jetzt aber auch hart. Also LP-Regeneration. Beginne Wellen mit 50% Leben. Aber nicht Max-LP, ne? Das wäre ja nicht so schlimm, weil dann würde ich mit 40 starten mich einfach instant hochheilen, oder? Nee, ich nehme lieber die Medaille. Nehme lieber die Medaille. Komm, let's go. Brauchen wir alles nicht, sonst schmarren. Okay. Ach was? Was ist das denn? Deine Projektile erhalten einen Abpraller. Minus 50% Schaden? Ja, nee, Alter. Also. Plus Explosionsschaden? Baby mit Bart. Wenn ein Gegner stirbt, feuert die Leiche eine Kugel ab, die 41 Schaden verursacht. Minus 40 Reichweite. Nehmen wir doch mal das Ding. Das sollte jetzt Lebensabzug haben. Nein! Warum jetzt? Oh! Naja. Welle 20. Was ist das denn? I don't like you. Aber du magst mich auch nicht. Aua. LOL. Ich hab Durchlauf geschafft. Das war mein erster. Wie nice. Ja, krass. Dann, gucken wir mal. Cool. Ja, es kommen viele Gegner. Aber wir haben 1083 jetzt für die letzte Runde. 10% Technik bringt uns gar nichts. Tempo nehmen wir mit. Oha. Und dann nehme ich die EP-Regeneration mit. Oh, das bringt uns was für die letzte Runde. Der Rest nicht. Item. Ja, das hätte ich vorher gebrauchen können. Mann. Beim Töten eines Gegners mit einem kritischen Treffer. Wir haben ja 58 Crit-Chance. Ja, das bringt uns jetzt gar nichts mehr. Ja, 1% Lebensabzug, warum nicht? Ausweichen sind wir eh bei minus 11, dann nehme ich das nochmal mit. Mehr Bäume, gut, nehme ich mit. LP-Regeneration, nehme ich die beiden Sachen mit. Einfach nur, um es zu überleben. Krone, boah, die hätten wir auch gebrauchen können, die wäre auch richtig nice gewesen. Ja. Können viel neu laden. Das ist wieder das Ding da. Die Spinne. 12% Schaden. 5% für jede einzigartige Waffe, die du besitzt. Ist okay. Ausweichen scheißen wir drauf. Ernte scheißen wir drauf. Ist doch eigentlich gar nicht so bad. Mal haben wir 20 Angriffstempo durchbekommen. Das ist lecker. Okay, mehr kann ich mir eh, glaube ich, nicht kaufen. Gut. Okay, Finale geht los. 110 LP sind's.
Okay, ich mache dem nicht viel Schaden. Aber vielleicht... Vielleicht kriegen wir ihn down. Versuch halt, hier nur auf den zu gehen. Kann auch natürlich auch ein Fehler sein. Jetzt kommen hier schon echt langsam viele. Elfter haben wir. Oh. Jetzt keine Scheiße, Bau. Kann man den kriegen? Aua, hat er fast Schaden. Don't rush me. Eine Menge Schaden. Einmal. Mal kurz regenerieren. Komm. Mein Tod. Junge. Warum geht der nicht kaputt? Nice. Nice. Haben wir es geschafft. Bringt ja der Filzhut. 15 Glück, 18 Ernte. Okay, das ist natürlich nice. Ha, dafür wird das Angriffstempo und Kritik. Aber der ist geil. Der ist nice, der Filzhut. Der kann für manche Charaktere halt wirklich geil sein. Ja, nice. Haben wir den Durchlauf geschafft. Krass. First time Unternehmer. First time geschafft. Aber wir haben am Ende auch gute Items gekriegt. Am Anfang war das irgendwie sah das zäh aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das dann doch letztendlich klappt. Mal gucken, wie gut sich die anderen beiden geschlagen haben. Geil. Okay. Oh, und nochmal ein Level up. Mega. Erreiche 200 Ernte und wir haben jetzt komplett voll rot. Schaden, Rüstung. Ja, da wir jetzt zum Boss gehen. Also wir haben schon Angriffstempo 88 und Schaden 97. 4% Rüstung. Du leistest 40% weniger Schaden. Ich glaube, wir sollten mehr Schaden machen. Das ist doch gut. Wir ernten, ach, wir opfern jetzt unsere Ernte, weil jetzt ist sowieso egal. Wir opfern unsere Ernte, aber jetzt hätte ich eigentlich noch ganz gerne eine geile Werfwaffe. Okay, Diebesdolch. Können wir nochmal leveln? Noch ein Geschütz? Nee. Glück, dafür weniger LP-Regeneration. Werkzeug. Technik, dafür weniger Angriffstempo. Ja, Technik ist halt noch interessant. Was ist, wie viel macht der Heilen? 5% von Technik. Das lohnt sich ja gar nicht. Das lohnt sich ja gar nicht. 2 LP durch wieder Verbrauchsgegenstände. Nice, das ist gut. Ich heile mich mehr. Fernkampfschaden dafür, ja, nehmen wir. Also wir haben es nur hingekriegt, eine Waffe auf Rot zu bekommen und die, wir haben, Alter, das gibt's doch nicht. Also das ist echt schwach. Also meine Waffen sahen sonst immer besser aus. Naja, ab zum Boss. Den nuken wir jetzt hoffentlich. Wir machen gut Schaden, aber aua, aua, aua. Aber aua, aua, aua. Also wir sind immerhin schnell. Wir können ihm gut ausweichen. Das ist eigentlich total egal, was er von uns will. Wir machen halt einfach Damage. Weichen aus. Und alles andere drumherum stirbt eh innerhalb von Sekunden. Jetzt darf der nur nicht so komisch Enrage gehen. Und uns da in Bedrulle bringen. Half-Life. Mega. Okay, wir haben gut Heilung eingesammelt. Das war auch nice, dass wir jetzt noch so ein Ding eingesammelt haben. Aua. Jetzt kommen halt die roten Laserbeam-Dinger noch dazu. Die sind Pain. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Au, au, au. Au, au, au. Au. Nein! Oh mein Gott! Es war so knapp. Aber das war so ein geiler Bild. Den wollte ich einfach mal spielen. Also das war cool. Das war cool. Doppelt Blutspende. Also, hier so ein alter Tadagreis, der kann auch mal ein bisschen Blut spenden. Nee, das war cool. Ich glaube, so wild habe ich noch nie gespielt. Das war nice. Das war super knapp. Oh, am Ende waren es einfach zu viele rote Punkte.
und zu viel Schaden. Vielleicht hätte ich doch die Rüstung nehmen sollen. Wer weiß, wer weiß. Aber gut, war nice. Ich bin sehr gespannt, wie weit die anderen gekommen sind. Und wie lief es bei euch? Also, ich habe mal was ganz Neues gemacht. Ja, was hast du denn gemacht? Ich bin auf Harvesting gegangen. Harvesting? Mit wem? Mit einem Rentner. Also ich habe zum einen den Rentner gespielt, der mit der ganz kleinen Map. Aha. Das war super interessant, fand ich mega cool. Und dann irgendwann habe ich so Items bekommen, dass ich ganz viel Harvesting hatte. Ich habe darauf noch nie gespielt, weil ich das eigentlich immer doof fand, weil ich das schlecht finde. Aber war interessant. Ich habe nachher so zweimal Blutpakete gehabt, sodass ich permanent pro Sekunde 2 Schaden bekomme. Das war mega. Aber ja, ich gut, bin aber ein Rentner, dagegen, ne? Also ich blute aus allen Öffnungen. Wenn du dich gegenheilen kannst, ist easy. Nee, konnte ich, also nicht so gut. Aber war egal. War trotzdem sehr, sehr cool und bin weit gekommen. Hab den Unternehmer das erste Mal gespielt und der war eigentlich ganz cool, weil du dich immer auf null runterkaufen musst. Ist gar nicht mein Spielstil. Ja, du musst halt, du hast halt, ich glaube mehr Items, die Items sind glaube ich billiger. Ja. Aber dafür verlierst du halt deine ganze Kohle nach dem, Du kannst nichts mitnehmen. Naja. Genau, du nimmst nichts mit. Ah, oh, aber auch cool. Ja, so will ich eigentlich auch immer Spiele. Wie hast du gespielt? Wen hast du gespielt, Christian? Ich hatte den Fernkämpfer. Oh, der ist nice. Mit dem habe ich meinen ersten Run geschafft damals. Also ich hatte 3 Ziele. Ich wollte weiterkommen als Welle 14, zum Boss kommen und den Boss besiegen. Habe alle 3 geschafft. Nice. Also siehste, geht doch. Ja, ich hab's auch geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin beim Boss dann irgendwie bei Half-Life verreckt, weil ich hab mehr auf, also hab bei dem letzten Item den Trade gemacht, nicht auf Rüstung, sondern auf irgendwie Angriffsgeschwindigkeit oder so. Ich dachte mir, ich nuke den weg, aber ich hätte vielleicht lieber ein bisschen mehr Rüstung und Leben noch machen sollen, weil ich hab echt viel Schaden. Also ich hab halt die ganze Zeit allein die 2 Damage gekriegt, plus dann fliegen da ja die ganzen roten Kugeln rum. Das war, aua. Die Rotkugeln, die sind bescheuert, weil die machen richtig viel Damage. Ja, und da kommen dann nachher, wenn der Enrage geht, kommen da ja unendlich viele. Man kann Enrage gehen. Ich habe festgestellt, es gibt unterschiedliche Bosse erstmal. Ich dachte, es gibt auch unterschiedliche. Ja, ja, es gibt auch unterschiedliche, das stimmt. Ja, ja, nice, ihr beide habt es geschafft. Das war auf jeden Fall wieder Brotato. Glückwunsch an gerade Christian, der das erste Mal durchgespielt hat. Das ist ja dann immer ein cooles Erlebnis. Ja, auf jeden. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja wieder in einer weiteren Folge Brotato, aber dann vielleicht einfach mal auf einer höheren Schwierigkeit. Ich habe die selber noch nie höher gespielt als 1. Also, oder schreibt mal gerne auch Challenges in die Kommentare. Vielleicht gibt es da draußen eine krasse Challenge, die mega nice ist. Ja. Haut rein, Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao.